Einer der Top-Spots hier am Belaya geht nicht unbedingt nur mit Spinning, sondern hervorragend auf Grund. Also, rennen wir mal los hier ab in den Norden. Und hier oben am Norden, direkt an diesem Busch, gibt es hier eine Stelle, die seit ewigen Gezeiten immer wieder richtig gut liefert. Und zwar ideal für alle, die vielleicht gerade erst Level 12 geworden sind und sich denken, boah geil, Alter, endlich mal ein neues Gewässer begutachten und beangeln. Ja, dafür ist dann hier die Stelle gar nicht schlecht, denn hier kann man entspannt mit verschiedenstem kleinen Setup, mit feinem Setup, wo nicht viel Tragfähigkeit drauf ist, richtig gut Kohle machen. Und dazu kommt, an der Stelle haben wir eben auch die Möglichkeit, mit verschiedensten Ködern ganz gut rumzuhantieren. Ich gehe mal jetzt hier schön locker und fein gerade rein und habe jetzt hier auf den Routen jeweils nur eine Tragfähigkeit von, ja, so ungefähr 2,5 Kilo, 3 Kilo. Also so gut wie nichts an Tragfähigkeit, ist aber auch nicht so schlimm, denn wir wollen hier an der Stelle die kleinen Brocken. Ihr seht, ich habe ausgeworfen, bin gerade erst hier hingereist, ausgeworfen und es geht los. Warum bin ich jetzt hier gerade hin? Weil die Uhrzeit gerade richtig gut ist. Abendstunden, ganze Nacht durch. Kann man übrigens auch machen, wenn man sonst auf Spinning hier ist. Dann stellt man sich nachts einfach hier an die Stelle, zieht in der Nacht so ein paar Brocken raus und dann geht man dann tagsüber vielleicht eher wieder aufs Spinning. Gucken wir mal, was hier anbeißt. Hier könnten verschiedenste Brocken reingehen. Das Größte, was hier reingeht, ist sowas vielleicht wie große Rotaugen oder große Giebel. Guck mal da, kleine Güster als erstes. So, was haben wir jetzt hier noch? Was immer wieder gut funktioniert, sind Kaulbarsche aber auch. Kaulbarsche, gerade wenn man mal so einen Kaffeeauftrag hat, wo die Kaulbarsche drinne sind, dann auch gerne mal hier hingehen und testen. Gar nicht so weit auswerfen. Ihr seht, ich werfe hier, das sind vielleicht 10 Meter ungefähr. Ich klippe das auch gar nicht. Ich lade einfach alle Routen immer so bis halb auf. Hab ja hier Routen mit einem kleinen Blei, nur 20 Gramm. Und ab dafür. Mir fällt gerade auf, wenn ihr das ein bisschen optimieren wollt, die Routen sind gerade noch optimiert auf den Windenbach. Wenn man das optimieren will, nimmt man natürlich ein kleines Blei in Steinfarben. Denn wir haben hier steinigen Untergrund. Dann ist das noch besser getarnt hier. So, da haben wir auch noch was dran. Und dann geben wir ab. Gehen wir hier ran da. So, wieder Güster. Erstaunlich, dass hier gerade so viel Güster sind. Aber auch nicht schlecht. Auch gar nicht verkehrt. Ich werfe mal sogar nur so 6, 7 Meter weit aus. Und da geht es auch schon wieder los. Hier jetzt gerade auf, wie gesagt, verschiedenste Köder. Wir haben hier einmal den Mistwurm drauf. Wir haben daneben dann den Regenwurm drauf. Und hier aktuell in der Hand die Köcherfliegenlarve. Auch das lübt. Und hier ist tatsächlich anscheinend gerade ein Güster-Spot. Das ist aber doch interessant. Da werde ich ja gerade ganz hellhörig, denn Güster, wenn mich nicht alles täuscht, gucken wir mal eben rein, Trophäen, Belaya, die Güster würde mir noch fehlen. Das wäre natürlich jetzt richtig gut, ey. Das wäre natürlich richtig gut, wenn ich hier sogar die Güster-Trophy rauskriege. Da müsste ich dann vielleicht doch gleich nochmal ein bisschen umbauen. Wir gehen mal eben gleich auf Setup ein, wie ich hier stehe. Zack, Kaulbarsch, das sind sie. Die schönen, feisten Kaulbarsche, 90 Gramm, richtig gut. Es gibt gerne mal so einen Kaffeeauftrag, da sind die so um die 100 Gramm. Und ich glaube, da bringt der Kaffeeauftrag allein schon um die 90 Silber ungefähr. Richtig wild. Also man kann, wie gesagt, mit Kaulbarsch und dazu kommt, oft sind zwei Kaulbarschaufträge drin. Das heißt, man kann eine Nacht hier auf Kaulbarsch angeln und dann richtig gut abgehen hier. Zack. Und die Kaffeeaufträge dann absolvieren. Bringt dann ordentlich Kohle. So, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Ich liebäugel tatsächlich gerade damit, hier vielleicht gleich auf Güster zu gehen. Wie wäre es, wenn ich dann die dünne Route nehme? Für die Güster
nehmen wir aber dann auch mal, das bleibt, Vorfach bleibt, einen etwas größeren Haken. Vielleicht nehme ich einen 12er Haken für die Güster oder noch größer, vielleicht eher einen 10er Haken. 10er Haken. Und dann nehmen wir einmal Regenwurm und ein Klassiker für Güster ist auch immer mal wieder der Süßteig. Das dann gleich in Kombination. Werde ich gleich mal testen. Oh! Alter! Okay, da hat einer richtig Bock. Bremse maximal schon eingestellt hier. Schön nach oben ziehen. Nach oben hin haben es die Fische immer richtig schwer. Rechte Maustaste und auch hochdrücken richtig. So, aber wenn er nicht will, dann müssen wir ihn noch ein bisschen ziehen lassen. Und vor allem ein bisschen mitlaufen. Wenn wir hier so fein unterwegs sind, gehen wir hier so vorne an die Spitze. Mal ein bisschen schneller einkurbeln. Dass er uns nicht nach da hinten hin abhaut, dann kommen wir irgendwann nicht hinterher. So, und jetzt so rechts rüberziehen, dass er nach links hin abhaut. So, komm ran hier, Alten. Was ist denn da drauf? Auf dem Regenwurm. Das ist ja der Hammer. Da hat aber einer richtig Bock. Aber er kommt ran. Also, ihr seht auch mit diesem kleinen Setup, mit gerade mal hier 2,7 Kilo Tragfähigkeit, durchaus, dass man das hier schafft. Das heißt, wenn man hier mit dem Feederset Start unterwegs ist, mit 3, 4 Kilo oder sowas an Tragfähigkeit, ist man da ganz locker mit hier unterwegs. Wie gesagt, wichtig ist, kleinere Haken wieder verwenden. Ich verwende hier immer gerne 18er Haken. Und dann gib ihm. Da kommt er an. Ein großer Giebel. Ist es denn wahr, ey? Der hat aber Bock. Nee, oder doch? Giebel? Doch, Giebel. Ich dachte gerade Aaland oder sowas. So, komm ran hier. Oh, der hat aber richtig Bock gehabt, ey. Fast 1,8 Kilo. Schön. Großer Brocken, ey. Abgefahren. So, jetzt nehmen wir die Route gleich mal eben rein. Das ist die 2. Muss ich bloß gleich ein bisschen aufpassen. Und dann nehme ich gleich die Stippe raus. Nächster großer Brocken. Alter, da ist schon gleich die Güster als Trophy am besten. Ist tatsächlich eine Güster, oder? Boah, ey. 800 Gramm wären die Güster Trophy. Wir nähern uns. Ich bleib mal hier drauf auf Grund. Und ich lasse aber auch hier... Das baue ich gleich um. Ich hätte gerne die Güster. Und dementsprechend schmeiße ich jetzt tatsächlich auch Futtermische raus, weil es gerade hier so gut läuft mit der Güster. Ich gehe hier ein bisschen größer ran. Ich mache mal hier einen 12er Haken und Mistwurm. Und dann ballern wir das hier schön raus wieder. Zack. So. Anfangs kann man das natürlich, oder höchstwahrscheinlich nicht, dass man sich hier dann hinstellt und sagt, okay, ich hole mir mal eben meine Futtermische Güster und fütter das dann an. Aber später angelt man ja auch immer noch am Belaya. Von daher, ja, ich werfe mal so ein bisschen drüber. Ja, das passt. 1, 2, 3. Werfen wir erstmal so 10 Futtermischen rein. Wir haben ja hier ein bisschen Strömung, also werfe ich auch ein bisschen weiter nach links. Wobei die Strömung ist hier nicht so groß, ne? Schön weit angefüttert. 10 Futterbällchen, ich glaube einen noch. Zack. So, dann lassen wir das Ganze ein bisschen wirken. Und in der Zwischenzeit packe ich mir jetzt hier meine Posenrute, meine Stippe. Das wunderschöne Gerät hier. Und da zuppelt es auch schon weiter. Und wir stellen das Ganze, ich versuche mal auf einen Meter, ob das hier passt. Muss dafür aber ein bisschen weiter zurückgehen, weil die so lang ist. Na, werfen wir ein bisschen weiter. So, das sieht auch gut aus. Aber ich glaube, doch, passt. Doch, passt. Sehr schön. Ja, also, das ist der Spot. Ich werde es hier gleich noch weiter durchziehen. Nase geht auch ran. Schön. Ich werde es hier gleich schön noch weiter durchziehen. Wie gesagt, einer der Top-Spots, wie gesagt, hier am Belaya, ganz oben an der Ecke. Wichtig, auch hier natürlich wieder testen, testen, testen. Das macht es immer aus. Verschiedenste Köder ausprobieren, die Basics ausprobieren. Es ist ein Level 12 Gewässer.
Das heißt, man muss hier nicht mit abgefahrenen Ködern rangehen, sondern mit den Basics. Wurm, verschiedene Teige, lübt in der Regel ganz gut. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren, nicht vergessen, dass du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.